Unser heutiger Studiogast ist deutscher Futsalmeister 2015 und spielt zudem noch um die Meisterschaft in der Oberliga. Es könnte also nicht besser laufen für Onur Salam von Atus Dassendorf und von den Hamburg Panthers. Hallo Onur. Hallo. Herzlich willkommen hier bei Eckpick TV in der Welt des Amateurfußballs. Rechts von dir hast du die Schale mitgebracht. Genau. Deutscher Futsalmeister 2015. Der erste Titel in diesem Jahr für dich. Was ist das für ein Gefühl? Also das ist ein absolut geiles Gefühl, weil wir ja sehr hart dafür trainiert haben. Es ist Neuland für mich gewesen und gleich mit einem Titel sowas zu einen Titel dafür zu bekommen, ist halt absolut schön. Mhm. Ja, die Hamburg Panthers haben die erste offizielle deutsche Futsalmeisterschaft gewonnen, gegen Holzpfosten Schwerte in der Verlängerung 7:4. Das war ein richtiges Herzschlagfinale, kann man sagen. Wie hast du dieses Spiel erlebt? Also es war ein grandioses Spiel, weil wir vor 2000 Zuschauern gespielt haben. Die Fans gegen uns zu haben, ist halt was Besonderes nochmal, dass man nicht nur gegen die Gegner spielt, sondern auch gegen die Fans. Wir haben 50 von unseren Fans mitgenommen, die haben uns halt nochmal angepeitscht und wir als kühle Fußballer oder eiskalte Fußballer haben das dann am Ende noch gewuppt. Ja, und jetzt bist du Futsalmeister, deutscher Futsalmeister. Du kannst ja einmal die Schale so in die Hand nehmen. Jetzt darf ich sie auch einmal anfassen. Ja, sehr gerne. Sehr schön. Genau, und jetzt spielt ihr in der Champions League. Genau, also wir werden jetzt Ende August werden wir im UEFA Futsal Cup spielen. Austragungsort steht noch nicht fest und die Gegner auch nicht. Das wird jetzt, ich glaube, im Juli, Anfang Juli wird es ausgelost. Und dann werden wir uns nochmal darauf vorbereiten. Onur Ulusoy hat schon gesagt, dass wir einige Freundschaftsspiele absolvieren werden gegen Profimannschaften aus Holland, aber Termine stehen noch nicht ganz fest. Um die Chancen dann auch zu sehen, genau. Und sich auch zu messen. Was glaubst du, wie rechnest du die Chancen aus für die Panthers? Also ich habe mir sagen lassen von Onur Ulusoy, dass die Chancen sehr gut stehen. Wenn man dazu gehört, auf jeden Fall noch glückslos, dass man nicht so starke Gegner bekommt, weil die ja auch öfter trainieren und das viel professioneller machen als wir, weil wir ja nur Amateurfußballer sind, sag ich mal. Und ja, wenn es dann feststeht, dass wir, was für Gegner wir dann haben, dann ist es dann auch machbar, wenn wir uns gut vorbereiten, weil das eine andere Härte ist, das Tempo soll viel höher sein. Also ich habe noch keine Erfahrung sammeln können, aber Onur hat mir schon vieles gesagt, damit ich mich schon mal so darauf vorbereiten kann. Das ist schon mal ein Ziel, auf das man dann hinarbeiten kann. Du spielst seit Februar 2015 bei den Panthers. Woher kommt die Leidenschaft für den Futsal? Futsal ist ja eigentlich nur Fußball in der Halle. Und ich habe mit 5 Jahren angefangen, schon Fußball zu spielen. Und jetzt, ich glaube, das war im Dezember, da hat mich Onur mal gefragt, ob ich Lust habe, bei den Hamburg Panthers zu spielen. Da war ich dann noch bei Lüneburg, also in Lüneburg, aktiv und ja, da konnte ich das noch nicht so vereinbaren mit der Regionalliga und Futsal, weil das dann so ein Hin und Her wäre. Und dann kam halt der Wechsel zum TuS Dassendorf und dann kam halt die Gelegenheit, dass ich dann Futsal und Fußball spielen kann. Jetzt hast du auf jeden Fall in der Oberliga ein bisschen mehr Zeit. Du investierst auch viel Zeit für den Futsal. Bevor Onur nämlich zum Finale gefahren ist, spielte er noch in der Liga mit Dassendorf gegen Altona. 66 Minuten hat dann Tor vorbereitet und ist dann los zum Finale, hat dann gleich mal den Titel geholt. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten, aber da braucht man wahrscheinlich viel, viel Unterstützung von der Mannschaft und vom Trainer. Unter anderem. Also ich habe der Mannschaft gesagt, dass sie das Spiel gegen Altona für mich spielen sollen. Das haben sie auch letztendlich gemacht. Das freut mich sehr. Ich habe das mit Jan Schönteich und Hoffi, haben wir das so vereinbart, dass ich dann 60 Minuten oder 66 Minuten spiele. Wenn wir für eine Führung sind, dass sie mich dann auswechseln werden. Das haben die haben ihr Wort eingehalten. Dafür bin ich nochmal dankbar. Und ja, dann habe ich halt noch meinen Bruder, meinen Betreuer gehabt, also Fatih Ergün, der mich seit 6 Jahren unterstützt, der mich damals zum FC St. Pauli geholt hat. Der meinte, dass ich mich in Ruhe hinsetzen kann, mir keine Gedanken machen muss, sondern dass er mich sicher heimbringt. Das hat er dann auch geschafft und dann war ich halt froh, dass ich das Spiel dort machen konnte. Ein grandioser Tag eigentlich für dich. Ist das nicht eine Doppelbelastung aber, wenn man erstmal Fußball spielt, dann Futsal spielt? Ich meine, mit Dassendorf spielt ihr noch um die Meisterschaft, das ist ja auch ein Ziel, was ihr da habt. Wie machst du das körperlich auch? Ich bin noch jung, also bin 22 Jahre alt und mit 22 kann man sich das halt erlauben, dass man dort Fußball spielt, dann nochmal da Fußball spielt, dass man 3-4 Stunden Fußball spielt. Das macht einem dann halt nicht so viel aus, als wenn man jetzt irgendwie auf die 30 zugeht. Deswegen, es ist schon eine Doppelbelastung. Am Ende des Tages habe ich das auch schon gemerkt. Aber für den Tag
kann man sowas auch mal in Kauf nehmen. So eine Ausnahme sozusagen. Ja. Was spielst du lieber, Futsal oder Fußball? Beides macht mir riesigen Spaß. Fußball spiele ich halt von klein auf und Futsal ist halt nochmal, ja, nochmal in Ergänzung zum Fußball. Ich kann halt die nicht so guten Sachen, was ich auf dem Großfeld mache, kann ich dann im Futsal verbessern, weil alles viel enger ist, schneller geht. Man muss technisch versierter sein, Situationen schneller erkennen und handeln. Also das kann man dann auch in Ergänzung zum Fußball machen. Und dann hat auch die Mannschaft, in der du dann spielst, auch etwas davon, kann man genau sagen. Genau, also nicht nur ich profitiere davon, sondern auch, wenn ich mich verbessere, auch die Mannschaft. Ja, das merkt man. Bei der TuS Dassendorf läuft es super zurzeit. Es gab zwischenzeitlich ein kleines Saisontief. Jetzt hat sich die Mannschaft wieder gefangen, gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Im letzten Jahr ist Dassendorf mit 11 Punkten Vorsprung Meister geworden. Mhm. Ihr habt also einen Titel zu verteidigen. Was ist dieses Jahr das Ziel? Wie könnt ihr das toppen? Also mein Ziel und ich glaube auch das Ziel der Mannschaft ist es, wieder Meister zu werden. Wir sind auf einem guten Weg dahin. Wir haben jetzt in der Rückrunde, also seit Februar, haben wir kein Spiel mehr verloren. Wir haben 3 Unentschieden gegen Condor, Pinneberg und Buchholz. Und Ziel ist es jetzt halt, dass wir eigentlich keine Punkte mehr abgeben werden oder möchten, weil das halt Kopf an Kopf Rennen ist zwischen Wiki und uns. Und ich glaube, zum Ende der Saison hin werden wir auch ganz weit oben stehen, wenn nicht sogar ganz oben. Ja, und dann ist es ein Traum dann für dich auch, zum ersten Mal jetzt hier in Hamburg quasi, höherklassig, Oberliga und jetzt den Titel dann zu holen? Ja, ich glaube, das können nur wenige von sich behaupten, dass sie deutscher Meister geworden sind und dann am Ende der Saison nochmal zu sagen, ich bin nochmal Oberligameister geworden. Das ist halt ein einmaliges Erlebnis, ein einmaliges Gefühl, sag ich mal. Ja, das weckt aber natürlich auch Begehrlichkeiten, wenn man national so in den Fokus gerückt ist als Futsalmeister und wie du vielfältig einsetzbar ist. Du kannst als linker Verteidiger spielen, aber auch im defensiven Mittelfeld, bist sozusagen defensiv Allrounder. Wie sieht es mit Angeboten aus von anderen Vereinen? Also ich habe das schon immer so gemacht, dass mein Bruder sich um die Angebote kümmert. Wenn irgendwelche Anrufe auf mich zukommen, leite ich die mal an meinen Bruder weiter. Der klärt das dann mit Fatih Ergün, ist eigentlich mein Betreuer, aber der gehört zur Familie und deswegen kann ich den Fokus komplett auf den Fußball legen. Ich spiele mein Spiel und alles andere klärt dann mein Bruder und Fatih Ergün. Wie stehen die Chancen, dass du über die Saison hinaus noch bei Dassendorf spielst? Also ich führe gerade Gespräche mit dem TuS Dassendorf. Schönteich hat mir schon über die nächste Saison gesprochen, aber ich spiele erstmal die Saison zu Ende und dann gucke ich, was ich dann nächstes Jahr mache. Okay, sehr vorbildliche Antwort, kann man auf jeden Fall sagen. Was auf jeden Fall der Fall ist, dass du hast ja schon gesagt, du konzentrierst dich komplett auf den Fußball. Du lebst auch von Fußball. Genau, also seitdem ich bei Braunschweig bin, mit meinem 18. Lebensjahr, bin ich von zu Hause ausgezogen, bin nach Braunschweig umgezogen, habe dort Fußball gespielt und seit dem Tag an verdiene ich halt meinen Unterhalt mit dem Fußball. Und du hast für deine 22 Jahre auch eine beachtliche Karriere auch hingelegt. Vielleicht kannst du diesen Werdegang einmal skizzieren. Also mit 5 Jahren habe ich angefangen mit Fußball zu spielen. Da bin ich beim HT16 tätig gewesen. Das ist bei mir um die Ecke gewesen. Von dort bin ich dann mit 16 zum FC St. Pauli gewechselt. Dort hat mich Fatih Ergün entdeckt, mich zu sich geholt. Dort war ich bis zur jüngeren U19. Und von da bin ich dann ein Jahr zum Oststeinbeker SV gegangen. Dort habe ich in der A-Regionalliga gespielt und unter anderem unter Kofal in der Oberliga. Mhm. Und dort hat mich dann in der A-Regionalliga Jürgen Weisheit, Jumbo von der Eintracht, entdeckt. Hat mich bei der U23 empfohlen. Ich bin dort aufgelaufen und dann habe ich einen Vertrag unterschrieben. Und bis danach, aber war es nicht lange dann bei Braunschweig? Genau, ich hatte einen 2-Jahres-Vertrag, bin aber nur ein Jahr dort gewesen. Bin dann nach Lüneburg gegangen, da hat mich Gerald Kaiser und Elad Ostermann haben mich angesprochen, ob ich Lust habe, für die zu spielen. Das hat dann alles gepasst, war dann anderthalb Jahre dort und von dort bin ich dann in die Oberliga. Genau. Aber wieso wechselt man aus der Regionalliga in die Oberliga? Ist das nicht ein Rückschritt? Also viele sehen das als Rückschritt, aber für mich, damit meine sportliche Entwicklung nicht stagniert, muss ich diesen Wechsel vornehmen. Und über diesen Wechsel bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil ich wieder sehr viel Spaß am Fußball habe. Und in Verbindung mit Futsal lässt sich das sehr gut kombinieren.
wenn man so viel Erfahrung auch hat. Du warst sogar Nationalspieler in der Türkei mit 17 Jahren, hast 4 Einsätze gemacht. Wenn man so viel Erfahrung hat, was ist mit dem Traum Fußballprofi? Ja, der Traum ist immer noch vorgegeben. Das ist halt ein Kindheitstraum, den man nie loslässt. Man fiebert immer noch dem Fußball hinterher. Man macht immer noch viel für sich, um mal höher zu spielen, also viel höherklassig zu spielen. Und ja, wenn der Zeitpunkt dann da ist, wenn man viel Glück hat, dann schafft man das auch. Das ist ja natürlich nicht, hängt nicht von einem selber ab. Ne? Mhm. Natürlich muss man auch ein bisschen Glück haben, die richtigen Leute auch treffen. Was wäre so dein größter Traum, dein Wunsch einmal, für welchen Verein zu spielen? Ja, ich mache es nicht vereinsabhängig. Für mich ist es wichtig, dass ich dann viel Spaß am Fußball habe, dass ich einen Trainer habe, der mir viel Vertrauen schenkt. Dadurch wird ein Spieler auch selbstbewusster und kann sich dann auch komplett auf sein Spiel konzentrieren. Schlägt dein Herz aber für einen Verein, so als Fan, Fußballfan? Fenerbahçe Istanbul in der Türkei. Ja, und sonst gucke ich mir halt viele Spiele an, sei es Real Madrid, sei es Barcelona, sei es, in Bayern München. Mhm. Gibt es einen Spieler, den du favorisierst oder wo du sagst, Steven Gerrard, das war immer mein Vorbild oder ist mein Vorbild, weil das ein Herzblutfußballer ist. Der bringt halt alles mit sich. Das ist zweikampfstark, das ist ein Leader, der zeigt Präsenz auf dem Platz. Würdest du auch sagen, dass du ein Leader bist auf dem Platz, so der Stratege irgendwie? Ich übernehme gerne Verantwortung, wenn es sein muss, aber so als Leader, wenn es sein muss, kann ich es auch sein, ja. Mhm. Okay, was machst du, wenn du nicht Futsal oder Fußball spielst? Gibt es da überhaupt noch Zeit für was anderes? Du hast eine sehr, sehr große Familie, ne? 8 Geschwister. Da bist du dann eher mit der Familie in der Freizeit? Nee, ich bin also mit der Familie, mit meinem Vater, meinem Bruder und meiner Mutter bin ich. Aber wenn ich die Zeit habe, gehe ich gerne mit Freunden raus, obwohl ich kein Shisha rauche, in eine Shisha-Bar. trinke da meinen Tee. Sehr beliebt unter Fußballer, ne? Genau, ja. Trink da meinen Tee und ansonsten gehe ich ins Kino. Sonst, also das, was die Jugendlichen heutzutage machen. Die Zeit, die noch übrig bleibt, dann eher ein bisschen die Freizeit genießen. Ja, und vielen, vielen Dank, dass du hier warst und einen kleinen Einblick gegeben hast in deine Karriere. Ich glaube, du hast noch einen großen Weg vor dir. Natürlich gehst du nicht mit leeren Händen nach Hause. Jeder Gast hier bei Eckblick TV bekommt natürlich auch ein Geschenk von unserem Partner X-Tipp. Eine Tasse, da kannst du auch deinen Tee dann trinken jeden Morgen. Und einen Schlüsselband. Alles, alles Gute für die Zukunft und ich glaube, wir werden noch viel von ihr hören. Danke. Das war Ono Salam, ein talentierter und vor allem erfahrener Amateurfußballer, der immer noch von einer ganz großen Karriere träumt. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Woche auch wieder dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.